Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Partie Endless Space 2. Und zwar werden wir hier mit dem Schemenchor spielen. Ah, also das wird der dritte DLC, der hier dann aktiviert wird. Den letzten, den vierten DLC, den lasse ich extra nochmal aus. Jetzt hier im dritten DLC gibt es halt einmal den Schemenchor. Das ist eine sehr einzigartige Fraktion. Die schauen wir uns dann gleich auch an, was sie kann. Und es sind neue Mechaniken hinzugekommen. Einmal das Hacken und dann, dass man seine Schiffe tarnen kann. Ich spiele das jetzt zum zweiten Mal. Also ich habe eine Partie schon mal gespielt mit dem Schemenchor. Nicht durchgespielt, aber ein bisschen das Midgame. Und ja, kenne mich da mit den Mechaniken schon mal einigermaßen aus. Bevor wir uns jetzt den Schemenchor anschauen, ein Hinweis für euch. Also ich werde euch im Video Marker setzen. Da könnt ihr dann einmal da einspringen, wo wir die Spieleinstellungen im Detail durchgehen. Dann könnt ihr direkt zum Intro springen. Und auch zur ersten Runde, wo dann das Gameplay wirklich losgeht. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal den Schemenchor an. Der Schemenchor, eine sehr alte, immaterielle Kreatur aus den Tiefen des intergalaktischen Raums, streifte durch die kalte Leere ganz allein, bis ein gewaltiger Schrei der Qual die Dunkelheit durchbrach. Die Kreatur zersplitterte in einen Chor aus Echos und eilte zu der Quelle des Raum- und Zeitzerreißenden Klagerufes der Endless-Galaxie, um zu retten, was solch Pein erlitt. Der Schemenchor wusste nicht, dass dieser Ruf der Todesschrei der Endless-Zivilisation war, und als er Tausende später eintraf, wuchs aus deren Überresten bereits neues Leben. Immer noch von dem Wunsch beseelt, allen Leidenden zu helfen, wird sich der Schemenchor weiterhin in den Schatten verborgen halten, infiltrierend und beobachtend, bis er zu handeln bereit ist. Ja, das hört sich ja schon mal sehr cool an. Sehr einzigartig. Und ich kann euch schon mal versprechen, dass sich die Fraktion auch sehr einzigartig spielen wird. In den Schatten. Der Schemenchor, eine immaterielle Kreatur aus den Tiefen des Raums, durchstreift die Galaxie von seinem einzelnen, verborgenen System Nexus aus. Kann aber auch Refugien einrichten, um andere Lebensformen noch genauer zu beobachten. Im Falle einer Katastrophe kann der Chor den Nexus in ein anderes System verlegen. Effekte. Er besitzt ein verborgenes Heimatsystem an einem besonderen Knotenpunkt, das gegen entsprechende Kosten an einen anderen besonderen Knotenpunkt verlegt werden kann. Kann Systeme nicht auf gewohnte Weise kolonisieren, aber verborgene Refugien auf Planeten errichten. Kann Schläfer aus feindlichen Bevölkerungen entführen und sie als verbesserte Bevölkerung in das eigene Heimatsystem bringen. Der Schemenchor ist immun gegen Konvertierung durch Einfluss. Ihre Schiffe können jedoch während eines Kalten Krieges angegriffen werden, auch wenn sie sich in ihrem Heimatsystem befinden. Schemenchor. Der beobachtende und infiltrierende Schemenchor ist bestrebt, die Galaxie zu verstehen und zu heilen. Effekte plus 1 Forschung, plus 1 Bandbreite und politische Meinung ist, dass sie Pazifisten sind. Also das mit der Bandbreite ist halt jetzt eine neue Mechanik, die mit dem DLC dazugekommen ist. Aber schauen wir uns dann im Spiel an. Und je mehr Bandbreite man hat, desto mehr kann man hacken. Oder Hacking aufrechterhalten, sagen wir so. So, Fraktionsmerkmale. Unkörperliche Bevölkerung. Die minimale Manifestation von Gespenstern des Schemenchors im physischen Universum führt zu einem reduzierten Wachstum von Personalvorräten. Minus 75% Nahrung geht in die Versorgung von Truppen. Ja. Sind jetzt erstmal nicht so gut da dran, dann irgendwelche großen Aufbauungsschlachtzüge zu starten.
Dunkle Materie Manipulatoren. Der Schemenchor, der aus einer esoterischen Form dunkler Materie besteht, kann durch bloße Informationsverarbeitungsfähigkeiten langsam neue Gespensterechos dazu gewinnen. Plus einmal Truppen aufgrund ungenutzter Bandbreite auf das Imperium. Hab ich einmal gesagt, plus 0,5 mal. Okay. Organisches Netzwerk. Der Schemenchor, ein diffuser Organismus, der sich über Lichtjahrhunderte hinweg ausgebreitet hat, besitzt ein natürliches Talent für Infiltration. Effekte. Plus ein maximale Hacking-Operation auf das Imperium. Ja, also wir können einmal öfter hacken. Und unerfahrene Händler. Dass sie bisher kaum Kontakt zu anderen Lebensformen hatte, ist diese Fraktion mit den Freiheiten von Handel und Gewerbe nicht besonders vertraut und zieht bei Verhandlungen meist den Kürzeren. Minus 50% Handelswert des Sternensystems auf Systeme. Anfangssituation. Nexus. Die Mitglieder des Schemenchors sind in der Galaxie der Endless Außenseiter. Und Nexus ist ihre verborgene Festung, von der aus sie dieses neue Reich erkunden. Als körperlose Gespenster, die die logischen Grundfesten von Maschinen und magnetischen Systemen infiltrieren können, sind sie Meister der Spionage, aber gleichzeitig nicht in der Lage, Welten auf herkömmliche Weise zu kolonisieren. Nexus ist ihre Antwort auf dieses Problem. Diese aus ineinander übergehenden Ringen zusammengeschusterte künstliche Welt dient als Brücke zwischen der materiellen und der immateriellen Welt. So kann der Chor seinen Ambitionen nachgehen, das Leid der Galaxie zu lindern. Demokratie. Bei einer Demokratie geht alle Macht vom Volk aus. Jedes System wählt entsprechend seiner Ideologie, was zu einer vermeintlich gerechten Vertretung im Senat führt. Parteirepräsentation auf 3. Ah, also wir können drei verschiedene Anführer haben, die in den Senat gehen, also zum Beispiel einen Wissenschaftler, einen Industriellen und einen Pazifisten, und entsprechend von den Senatsfähigkeiten der Anführer profitieren. Minus 10% laufende Einflusskosten für erlassene Gesetze pro politischer Partei, die an den aktiven Gesetzen beteiligt ist. Plus 1 Gesetzesplätze auf Senat. Reduziere die Einflusskosten auf minus 50%. Um ein neues Gesetz zu erlassen. Pazifisten. Pazifisten sehen Gesetze und eine Politik, die Frieden zwischen den Völkern fördern, nicht nur als bestes Mittel zum Schutz von Leben, sondern auch zur Stärkung von wirtschaftlichem und kulturellem Wohlstand. Herrscht diese Ideologie vor, wird deine Bevölkerung Kriege ablehnen. Wohlstand durch Frieden. Unterstützt durch Bauen von das generierenden Gebäuden, Rekrutieren von pazifistischen Helden, Zuweisen pazifistischer Helden zu Systemen oder Flotten, Handelsrouten, Einsetzen von freundlicher Diplomatie, Begegnung mit Zivilisationen, Besitz eines Markts, ja, und dann halt bei Quests und Ereignissen sich halt pazifistisch verhalten. Was hier jetzt gar nicht steht, wenn wir vorherrschend Pazifisten sind, da können wir anderen Fraktionen Frieden aufzwingen. Das kostet dann zwar mehr Einfluss als eine, ja, Friedensvereinbarung, mit denen die Gegner sonst auch einverstanden wären, aber dagegen können die Gegner nichts unternehmen. Ja. Soweit zum Schemenchor. Dann gehen wir jetzt hin und schauen uns die Spieleinstellungen an. Was ich ja schon erwähnt hatte, wir spielen mit den ersten drei DLCs. Mit den Voltors. Dann Überlegenheit. Das heißt, die Leviathane werden dabei sein. Und ja, die Hirschos. Und dann hält jetzt der dritte DLC, Penumbra. Der halt Hacking einführt, Tarnung einführt und
Schemenchor. Als Spielteilnehmer haben wir 9, das heißt 8 Gegner. Quaver, Hisho, Lomeris, Sophon, Voltras, Rissgeborene, Horatio und Vereinigtes Imperium. Was hier nicht dabei ist, sind die Ungefallenen, also die sich so mit Ranken ausbreiten können, und die Vodjani, die mit. Ja. Die mit Eichen unterwegs sind. Ah, ich denke, dass da die eher Schwierigkeiten hat, mit den Fraktionen gut zu spielen. Vielleicht habe ich da auch Unrecht, aber machen wir das mal so, wie es hier ist. Und das ist natürlich, wenn wir mit dem Schemenchor Pazifisten bleiben und zum Beispiel mit den Volters verbünden, da können wir auch, ja, die haben ja dieses Sprungtor, gibt es ja auch von mehr Videos so, da können wir auch deren Sprungtor verwenden. Oh. Okay, dann Geschwindigkeit, normale Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeit, knallhart. Ich hoffe, dass das klappt. Also, ja, ich habe halt mit dem Schemenchor jetzt eine Partie bis ins Midgame gespielt. Bin da schon ganz gut zurechtgekommen. Und ja, aber wenn es zu leicht wird, dann wäre es natürlich auch tendenziell langweilig. Deswegen knallhart ist, hoffe ich, mal schon ganz okay. Und Piratenstärke auf schwer. Und dann machen wir ja hier die Einstellungen sind wie aus meinen letzten Partien standardmäßig. Superwaffen sind aktiviert. Da müssen wir aufpassen, dass die Gegner uns nicht unsere Planeten zerschießen. Aber eigentlich sollte das kein großes Problem sein. Hoffe ich mal. So, dann Storytelling, Erzählung. Zufallsereignisse sind aus. Damit es nicht zu viel wird. Und ja, Akademie-Quest ist aber an. Kooperationsquests sind an. Und Leviathane müssen durch eine Quest freigeschaltet werden. Siegbedingungen, alles an. Dann die Galaxie. Struktur. Normal und Mittel. Und Inhalt. Normal. Alles. Nichts Besonderes. Okay, und dann geht's los mit dem Intro. For as long as we could remember, the cosmos was quiet, peaceful. Until one shattering day, we heard the death cry of a galaxy. It was then we understood our purpose, to heal and bring peace. To whatever life had risen from the aftermath. What is that? Command, this is Pioneer 9. I'm picking up something weird. Over. Pioneer 9, this is Command. Nothing registering on our end. Can you confirm? Over. Command, there's definitely something out there. It looks alive. It's getting closer. It's coming in! Pioneer 9. Status, Pioneer 9. Pioneer 9. Command, this is Pioneer 9. Disregard last update. Over. Pioneer 9, this is Command. Please confirm you are not in danger. Over. Command, this is Pioneer 9. Everything is in order. Out. A traveler of the wider cosmos, the Umbral Choir was drawn to the endless galaxy,
when it heard a chorus of suffering coming from the stars therein. Curious to learn and heal, it watches from the darkest places, attempting to make peace with its own new, discordant nature. Okay, da sind wir. Ah, also, ich finde das schon sehr cool. Und ja, vieles hiervon haben wir ja schon gesehen gehabt. Und schauen wir mal, ob wir hier bei dem Merkmal noch was sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Also das mit der minus 75% Nahrung, das hatten wir. Also Nahrung, die zur Truppengenerierung fließt. Das hatten wir auch, dass halt die Bandbreite dann praktisch schon Gegenpol ist, also ungenutzte Bandbreite. Wenn wir uns dann auch gleich sofort anschauen, wie das mit der Bandbreite funktioniert, mit dem Hacken. Organisches Netzwerk, das hatten wir auch, dass wir einmal öfter hacken dürfen. Unerfahrene Händler, jawohl. Minus 50% Handelswert. Stubenhocker. Das 100%. Bei Überbevölkerung haben wir. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen, wie das genau funktioniert. Also bei Überbevölkerung. Mehr Malus oder weniger Malus? Naja, gut. Minus 5% maximale Bandbreite pro System über der Überkolonisierungsspanne. Okay. Also wenn wir über diese Schwelle gehen. Also am Anfang kann man, glaube ich, 6 oder 7 Systeme ohne diesen Malus dann kolonisieren. Und dann, wenn wir da drüber gehen, kriegen wir halt entsprechend einen Bandbreite-Malus. Das wäre jetzt alles ein bisschen verwirrend, wenn ihr Hacking noch gar nicht kennt, aber das werden wir alles schon dann genau erklären und rausfinden. Blitzinfiltratoren. Plus 10% Hacking-Geschwindigkeit. Ja, also unsere Hacking-Operationen, das werden wir sehen, die dauern dann ein bisschen und dann sind wir jetzt 10% schneller. Geister. Alle Schiffe können getarnt werden, mit Ausnahme von Ausmerzern und Molochen. Okay. Aber da steht nicht Leviathan. Ausmerzer und Moloche sind ja eine spezielle Form von Leviathan. Also Wirtschaftsleviathane, Wissenschaftsleviathane, die können wir tarnen. Okay. Ausgebeutete Schläfer. Plus ein Bandbreite pro Schläfer auf Imperium. Ja, wir werden sehen, dass wir durch Hacken von Gegnern können wir auf deren Systeme solche sogenannte Schläfer dann bekommen und dadurch unsere Bandbreite erhöhen. Das enthält eine spezielle Eigenschaft der Schemenkurs, dass sich dadurch die Bandbreite erhöht. Titanmine. Wir haben direkt Titan. Imperiumquelle, das gleiche für Imperium. Teurer Geschmack. 100% Luxuskosten für Systementwicklung auf das Imperium. Okay. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir nur ein System haben werden. Und also ein System mit Systementwicklungen. Aber das werden wir jetzt ziemlich schnell sehen, wie das hier mit dem Schemencore funktioniert. Xenobiologie. Okay, wir starten mit Zwischenwissenschaften, also einer Systemverbesserung für die Wissenschaft, und Tundra-Planeten können kolonisiert werden. Planetarer Landbau. Okay, da können wir schon mal die Nahrungsproduktion ankurbeln. Okay. Den Berater stellen wir aus. Okay, wir haben ja noch nichts gefunden, eine Luxusressource. Wenn wir sie in einer Systemverbesserung einsetzen, kriegen wir 60 Industrieproduktion.
Und gut. Ja, und wir haben schon mal einen Helden. Basul Staccato. Schauen wir uns den mal an. Er gibt am Anfang, ohne aufgelevelt zu sein, schon mal plus 10% Flottenenergie und in einem System plus 10 Einfluss. Und ja, interessant ist halt jetzt hier Schemenkopf-Fertigkeiten. Das ist halt jetzt neu. Ja. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was es da gibt. Wenn man ihn einer Flotte zuweist, dann kriegen wir plus 10% Ausweichen. Das kann man halt zweimal aufleveln. Dann haben wir bei Zuweisung zu einem System plus 5 Bandbreite. Dann plus 3 Sichtweite. 5% Produktion aufs System. Und wir können die Flotten-Antitan-Stufe auf 3. Also die Tarnstufen, die gehen halt in gewissen Leveln. Einfach mal einen Blick in den Tech-Tree. Dann sehen wir hier zum Beispiel Flotten-Tarnstufe auf 2. Und der Konterpart ist hier Antitarnstufe 1. Es geht dann halt weiter. Tarnstufe 3. Und hier auf an, also die der Konter auf 2. Und da haben wir dann den Konter auf 3. Und mit dem Helden, wenn man das auswählt, ist man halt direkt auf 3. Dann haben wir hier noch eine Senatsfähigkeit mit 10% Bandbreite Kosten auf Hacking-Programme. Und System plus 5% Hacking-Geschwindigkeit für das Imperium. Und da ist 1% das Nahrung, Einfluss, Industrie und Forschungsproduktion pro Schläfer auf das System. Okay. Also ansonsten halt oben die Standardfähigkeiten, die jeder Held hat. Und hier das ist ein Berater. Da kann man dann der Flotte mehr Schaden geben. Das ist halt ganz interessant. Einfluss steigern. Auch nochmal für die Flotte. Absorption, Flottenenergie. Forschung im System ankurbeln. Also Sichtweite der Flotte erhöhen und die laufenden Kosten senken. Und die Zustimmung extrem erhöhen. Das werden wir mal sehen. Wir werden sehr viele Refugiensysteme haben. Hoffentlich. Und dann minus 20% auf Kosten aufs System. Gut. Heimatsystem. Jetzt sehen wir, dass das ganz anders aussieht als alles, was wir sonst kennen. Wobei das Heimatsystem noch gar nicht mal so sehr unterschiedlich ist zu anderen Fraktionen. Aber hier, man sieht halt, hier ist das so ein Nexus am Schwingen. Oh. Und wir können direkt alle Planeten kolonisieren. Und da werden dann solche Halbmonde gebaut. Könnte ja es jetzt auch direkt aufwerten. Aus 1 macht 2. Dann bekommen wir dort einen zusätzlichen Slot für Bevölkerung. Machen wir jetzt nicht. Was natürlich jetzt immer sehr interessant ist, ist erstmal Nahrung und Industrieproduktion anzukurbeln.
Aktuell brauchen wir halt 11 Runden für einen neuen Shame Core. Damit wird das dann schon mal viel besser. Dann haben wir zwei Aufklärungsschiffe, die 10 Bewegungen haben. Und wir werden jetzt den Helden auch dieser Flotte also hier zuweisen, damit der Erfahrungspunkte bekommt. Und uns auch dafür entscheiden, dass der eine Flotte kommandieren wird. Aber wir bekommen dann, denke ich, ziemlich schnell einen weiteren Helden, den können wir dann dem System zuweisen. So, hier bestätigen. Und dann schauen wir uns mal sein Schiff an. Wir möchten sehr viel erkunden. Aber wir möchten auch nicht, dass der Helm so langsam ist. Wir hatten gesehen, die anderen Schiffe haben eine Geschwindigkeit von 10. Die hat er jetzt auch. Und dann noch einmal Sonden dabei. Das würde uns jetzt 120 kosten, also mehr als wir haben. Da müssen wir was ausbauen. So. Und das können wir uns jetzt leisten. So machen wir das. Dann können wir hier die alle drei zusammenpacken. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Helden an. Der hat nämlich gar keine Erfahrungspunkte. Aber wir haben ja schön Dinge, die wir erkunden können. Das machen wir jetzt. Dann kriegt der Held auch Erfahrung. Künstliches Leben. Plus 3 Nahrung pro Bewohner plus 2 Forschung pro Bewohner. Und Kampftaktik. Erhalte Einfluss basierend auf zerstörten Schiffen. Okay. Die Kampftaktik, die müsste man natürlich noch aktivieren. Nochmal künstliches Leben. Und 50 Dust. Und noch keine Forschung ausgewählt. Das ist eigentlich ein ziemlicher... Ja. Schon ein Fehler, auf jeden Fall. Weil, also jetzt hat es keine Auswirkung gehabt, da wir hätten zum Beispiel Forschungspunkte finden können bei den Kuriositäten. Die wären dann, glaube ich, nicht eingerechnet worden. So, wir haben auf unserem Planeten bereits Titan und Imperium. Wir können es noch nicht abbauen. Ja. Wir werden sehen, dass industrielle Refrains sehr stark sind. Weil da steht, gilt auch für Planeten in Refugiensystem. Und das wird nicht lange dauern, dann werden wir Refugiensysteme haben. Und auf diesem System auch mehrere Planeten und das wird dann sehr stark sein. Also spawnt man dann einmal in seinem Heimatsystem und ja, ein bisschen Geduld, aber das wird schon sehr stark. Ach übrigens, hier, 6 Systeme kann man kolonisieren, wo man an diese Grenze kommt. Und darüber gibt es dann halt Zustimmungsmali. Und wir können hier weiter erkunden. Ah, okay.
Die angrenzenden Knoten wurden aufgedeckt. Ah, das ist natürlich nicht so schön. Minus 1 Bevölkerungsplatz und minus 2 Zustimmung pro Bewohner. 50 Einfluss. Und nochmal künstliches Leben. Und Verfahrungspunkte für alle Schiffe. Und da sehen wir übrigens Level Up. Nur dadurch, dass wir den Helden hier dabei hatten, in der Flotte, die er mal erkundet hat. Der jetzt schon das nächste Level erreicht. Da können wir die Erfahrungspunkte versorgen, dass die Flotte halt schneller Erfahrungspunkte bekommt und die Sichtweite erhöht wird. Das machen wir mal. Und jetzt senden wir noch Sonden aus. Wir haben gefunden einen riesigen Gasplaneten. Einen winzigen Dschungelplaneten, der kolonisierbar ist. Und einen mittleren Waldplaneten. Gleich kommen wir zum Hacking übrigens. Also wir senden vorher noch Sonden aus. Was für eine Galaxie sind wir eigentlich? Ah, okay. Da werden wir ja dann auch lang fliegen. Dann senden wir die Sonden mal hier. Ah. So. Ja, wir möchten noch weitere Systeme finden, die solche besonderen Knotenpunkte sind. Dadurch können wir dann durchs Hacken sehr stark profitieren. So, und jetzt drück mal Leertaste. Oh. Er hätte uns der Brat auch schon längst darauf aufmerksam gemacht. Also wenn ihr selber mit dem Schemenchor spielt, müsst ihr euch da nicht so Sorgen machen. Ich habe halt jetzt den Berater ausgestellt. Ah, da werdet ihr auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass ihr hier mit dem... Ah, das ist halt jetzt die Hacking-Konsole. Dass ihr das nicht vergesst oder überseht. Aber mit aktiviertem Berater ist das keine Gefahr. So. Wir sehen hier ja zugewiesene Bandbreite, ne, von 52. Und also wir haben noch 52 Bandbreite zur Verfügung. Dann haben wir unsere Hacking-Geschwindigkeit, die liegt bei 110. Und Hacking-Operation, ne, von 2. Also können noch zweimal hacken. Und Schläfer. Da haben wir noch keine. Schläfer sind unwissende Spione für dein Imperium, die du mittels Hacking-Operationen in feindlichen Systemen platzierst. Sie gewähren dir Sicht in dem System, in dem sie sich befinden, und können Ressourcen stehlen, wenn sich genug von ihnen in einem feindlichen Imperium befinden. So, und jetzt ist es so, dass wir hier in Bolta zwei Planeten haben, die kolonisierbar sind. Und wir können jetzt hier sagen, also wir aktivieren den Hacking-Modus, dann einmal klicken wir auf den Knoten, von dem das Hacken starten soll. Und dann auf das Ziel. Und wir sehen, dass das hier zwei Runden dauert. Und ja, dann machen wir das. Was ich jetzt gar nicht weiß, ist, ob man die gleiche Route nochmal wählen kann, weil wir haben ja noch eine Hacking-Operation zur Verfügung. Nein, das geht nicht. Rekursionswarnung, okay. Ja, jetzt haben wir theoretisch noch eine Hacking-Operation frei. Wir haben auch keine Bewegungspunkte mehr. Okay. Ja, wir können jetzt gerade, glaube ich, nichts Sinnvolles machen. Wir können jetzt noch unser Heimatsystem verschlüsseln.
Das kostet dann halt 15 Bandbreite. Aber jetzt sagt er, wir uns auch immer hacken, also. Wir schauen mal, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Die werden sich nächste Runde wieder aktivieren. Und Gesetze. Ja. Erhöht die Steuern. Und Nachhilfeerlass. Spielzeugerlass. A plus 20 Zustimmung. Dafür aber minus 10% Industrieproduktion. Personen, Senkung der Diplomatiekosten um 3,5%. Ah. Ja, 10% Systemverbesserungskosten. Das machen wir mal. Durch alles. Zwanzig Zustimmung. Okay. Die sind jetzt schon glücklich. Ja. Dadurch kriegen wir jetzt plus 10% Nahrung und plus 10% Einfluss zu Works. Okay, gut. Dann haben wir auch, glaube ich, alles. Hacking läuft. Sonden ausgesendet. Flott kann sich nicht mehr bewegen. Forschung. Sätze. Okay. Zug wenden. Jetzt hoffen wir, dass wir Sonden was finden. Finden nichts. Also sobald wir dort was finden, dann werdet ihr ja schon verstehen, warum ich da jetzt so gierig drauf bin. Na gut. Das ist ein Schiff hier, weil wir da noch eine Sonde hinschicken möchten. Dadurch. Und die fliegen weiter. Da gibt es nichts zu erkunden. Dann gehen wir da ein. Ja, und das Schiff wartet, bis es wieder Sonden hat. Okay. Also wir wissen theoretisch, dass es das gibt, aber wir haben von der Luxusressource noch gar nichts. Okay. Der Hacking-Vorgang läuft noch eine Runde hier nach Bota. So. Jetzt, bevor man sich hier entscheidet, okay, wir wissen zwar, wo der Ort ist, aber man kann sich auch noch den Ort anzeigen lassen. Ja. Im späteren Spielverlauf wird es ja dann ein bisschen unübersichtlicher. Und dann kann man jetzt sagen, Refugium erstellen. So. Und da können wir uns jetzt einen Planeten auswählen, den wir kolonisieren können. Also für Gasplaneten fehlt uns auch die entsprechende Forschung. Und ja, jetzt sehen wir halt hier bei Bota 3, da gibt es halt strategische Ressourcen. Das erforschen wir auch gerade. Theoretisch können wir auch hier den Dschungel auswählen. Machen wir das mal. Weil für die Luxusressourcen, die es dort gibt, brauchen wir keine Forschung.
Und jetzt haben wir hier ein Refugium. Und da können 5 Shaman Core Platz finden. Und die vermehren sich aber nicht selber auf Bota, sondern die kommen von unserem Heimatsystem. Wir können jetzt in unserem Heimatsystem sagen, neue Shaman Core sollen entweder hier untergebracht werden. Ja, dann würden sie halt jetzt hier im Nexus landen. Oder wir können hier eine Verbindung einstellen. Und dann wählen wir hier Bota aus und dann kommen neue Shaman Cores bei Bota an. Das gleiche können wir auch machen für produzierte Schiffe. Da kann man auch ein System auswählen. Dann werden neue Schiffe ja, dorthin geschickt. Das kann man sich halt jetzt gut überlegen. Es gibt halt gewisse Verbesserungen. Also hier die Cyberfarm gilt auch für Planeten in Refugiensystem. Ja. Das ist halt für einzelne Planeten. Aber es gibt auch sowas wie Intensivbewirtschaftung. Und diese plus 3 sollte, ich bin aber auch ein bisschen vorsichtig, ich bin ja jetzt hier noch kein totaler Shamecore-Experte. Diese plus 3 sollte dann nur hier in dem System gelten. Genau. Jetzt hier diese Forschung gilt dann auch wieder für alle Refugiensysteme. Aber so hat man dann halt gewisse Systemverbesserungen, die nur jetzt fürs Heimatsystem gelten und nicht für die Refugiensysteme. Und da muss man das halt ja austüfteln. Hier bekommen wir halt schon ordentlich Nahrung und Industrieproduktion. Auch das dann Forschung. Man kann da ruhig Leute hinschicken. Ich denke nicht, dass es schon ganz okay ist. Hier haben wir 3, 4, 3, 4. Und hier haben wir 6, 8, 3, 2. Okay. Dann haben wir das. Und hacken. Wir können dann dort nochmal hacken, weil das ist ja noch ein zweiter Planet, der kolonisiert werden möchte. Ja. Also wir können jetzt nicht, wie es bei anderen Fraktionen der Fall ist, wählen wir nicht hier auskolonisieren, so wie wir es auch jetzt in unserem Heimatsystem machen würden, sondern in Refugiensystem, da müssen wir nochmal hacken. So, der fliegt weiter. Wartet auf neue Sonden. Unsere Schiffe sind übrigens getarnt. Aber das können wir auch ausstellen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ne? Wir möchten getarnt bleiben. Dann erkunden wir mal weiter. So. Psychoaktive Luft. Oh, eigentlich ganz okay. Aber gibt halt einen Wissenschaft weniger pro Bewohner. Und wir haben 50 Wissenschaftswurzeln bekommen. Okay, so, wie machen wir weiter? Noch einen Bewegungspunkt. Fliegen wir nach oben.
zu beenden. Als was? Nebenzivilisation entdeckt, die sehr. Die sind Pragmatiker. Die stellen mehr Forschung bereit als andere Fraktionen. Also wenn wir uns mit denen gut stellen, schicken die uns halt Ressourcen und Forschung auch. Und bei ihnen kriegen wir dann halt noch mehr Forschung. Weltarchitekten. Wenn wir diese Nebenzivilisation assimilieren, dann bekommen wir diesen Trade und dann halbieren sich unsere Terraforming-Kosten. Oh. Ein Erstkontakt. Effekte auf Planeten. 2 Nahrung, minus 0,5 Raubbarpunkte, ihr Zug. Okay, wir brauchen auf jeden Fall diese Technologie. Weil wir möchten die Nebenzivilisationen schön einverleiben. Das ist nämlich so mit dem Schemencore, wenn man die Nebenzivilisationen assimiliert, dann wandeln sich deren Kolonien in Fugiensysteme um. So. Hacken. Immer noch eine Hacking-Operation frei. Können wir jetzt von hier aus hacken? Und dann darüber. Das dauert dann 6 Runden. Dann kann man da, wenn das abgeschlossen ist, auch wieder. Ha. Nette Dinge auswählen. So, wir können jetzt industrielle Referenz bauen. Ja. Da kriegen wir halt, je mehr Planeten wir haben, desto mehr Industrieproduktion bekommen wir. Und das gilt auch für Refugiensysteme. Und wir können Titan abbauen. Und als nächstes erforschen wir unbegrenzte Supermärkte plus hin Zustimmung. Und ja, dass wir halt mit den Lebensüberzonen und der Piratenliga Kontakt aufnehmen können. Wirtschaft und Handel 2, Schöpfer des Reichtums. Ah, das sind andere schon, haben andere schon gemacht. Okay. Bota 3, das ist der zweite Planet in Bota. Da erstellen wir auch ein Refugium. Und jetzt geht's los mit unserer Fraktionsquest. Imane Griff. Das ist übrigens hier aus dem Intro-Video. Was ist mir da heute zugestoßen? Ich war draußen im Tiefraum, allein, auf der Jagd nach einem Relikt der Endless, zu dem mir die Zentrale kaum brauchbare Informationen liefern konnte, als mir etwas begegnete. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass mich eine Art kosmische Ehrfurcht ergriff, aber dann hatte ich Angst. Todesangst, um ehrlich zu sein. Wenn ich mir meinen Wortwechsel mit der Zentrale anhöre, dann bekomme ich Gänsehaut, weil ich so verängstigt klinge. Aber das Schlimmste ist, mich selbst sagen zu hören, dass ich wohl geträumt habe. Ich klinge nicht wie ich selbst. Vielleicht bin ich schon zu lange hier draußen. Vielleicht sollte ich aufhören, den Relikten der Endes nachzujagen. Vielleicht sollte ich einem Glauben abschwören. Der Schemenchor. Wir kamen, um Trost zu spenden, aber der erste Sprössling des Pilgerorganismus reagierte mit Schrecken auf unsere Gegenwart. Wir infiltrierten seine kybernetischen Systeme, sodass wir unsere Existenz geheim hielten und uns Zeit erkauften, um unsere nächste Aktion zu überdenken. Jetzt sehen wir, wie der Sprössling weiter in die kargen Tiefen
dieser uralten Galaxie vordringt und wissen nicht, auf welche Weise er von der Übergestalt kontrolliert wird. Wir wissen, dass der Pilgerorganismus hinter Artefakten eines lange toten Volkes her ist. Vielleicht können wir ja helfen. Andernorts spüren wir, wie andere Organismen vor Schmerz und Konflikt erzittern. Dies überwältigt uns. Es wird keine Harmonie geben, bevor diese Galaxie zur Ruhe kommt. Aber der Weg nach vorne ist ungewiss. Bleiben wir in den Schatten oder treten wir ins Licht? Jetzt haben wir den Schleier lüften. Wir sollten uns zeigen und unsere Friedensmission beginnen. Beseitige oder assimiliere eine Nebenfraktion. Dann bekommen wir 30 im Blaukäppling oder verstecken. Wir müssen von den Schatten aus mehr über diese Galaxie in Erfahrung bringen. Entdecke 10 weitere Systeme. 200 Dust. Ja. Also beides wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. Wir brauchen halt die eine Forschung, dann können wir anfangen, die Nebenzivilisation zu beeinflussen. 10 weitere Systeme werden wir auf jeden Fall auch entdecken. Wir haben ja da unsere 2 Forschungsschiffe, unseren Helden, die sind ja fleißig am Erkunden. Zone of Dust. Ja. Dann nehmen wir das. Wir müssen von den Schatten aus mehr über diese Galaxie in Erfahrung bringen. Tja, das wurde schon erreicht. Da hat jemand schon 100 das in seinem Sternsystem hergestellt. Jetzt müssten die Quavers sein. Wir betreiben natürlich Raubbau und bekommen entsprechend mehr als andere am Anfang. So. Da ist ein kolonisierbarer Planet. Da können wir dann halt ein Hacking hinführen und in Anführungsstrichen kolonisieren. Also wir erstellen dort ein Refugium. Okay, das machen wir. Braucht 6 Runden. Jawohl. Unser Chef. Mit 2 Sonden aussenden. Wir hätten erst den Sonden aussenden sollen. Weil jetzt haben wir keine Hacking-Operation mehr zur Verfügung. Bist du im Griff, deine Hacking-Operation bei Desert abzubrechen? Dadurch verlierst du sämtlichen Fortschritt. Du ziehst außerdem 5 Runden lang einen Malus auf die Bandbreite in Höhe von 30 nach sich fortsetzen. 5 Runden Bandbreite Malus von 30. Ist kein Problem. Schön ist halt, wenn wir den Knoten hier erobern, bekommen wir die 50 Dust in unserem Heimatsystem. Ja.
So, jetzt sehen wir halt, dass das Abbrechen uns 30 Bandbreite gekostet hat. Und wir hacken jetzt hier rüber. Jawohl. Ja. Dann senden wir nochmal eine Sonde aus. Oder auch mehr als eine Sonde. Ja, nächste Runde geht's weiter. Okay, Leute. Ja, das reicht dann erstmal für die erste Folge. Und ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye-bye.